Die Kurse liefen insgesamt an allen drei Volkshochschulen gut an. Und doch blieb mein eigenes Gefühl von mir, als würde ich nur vorgeben, jemand zu sein, der ich in Wirklichkeit gar nicht war. Als mein erster Kurs erfolgreich nach den 10 geplanten Terminen abgeschlossen war, hatte ich bereits eine neue, vollzählige Buchung für den nächsten Durchgang meines Kurses, der im November beginnen würde. Trotz dieser guten und vielversprechenden Resonanz bewarb ich mich Anfang November parallel zu meiner Volkshochschultätigkeit aber auch für eine Psychotherapeutenausbildung. Falls ich dort angenommen würde, würde ich dann zwar wieder einen ganz neuen Weg einschlagen, aber ich konnte die Hoffnung auf einen regulären beruflichen Weg als Psychologin eben einfach immer noch nicht aufgeben. Die Ausbildung würde im März des kommenden Jahres beginnen, falls ich dafür ausgewählt werden würde. Doch ich hatte mich ein Jahr zuvor schon einmal an diesem Institut beworben und war abgewiesen worden. Die Chancen standen nach wie vor schlecht, das wusste ich. In der Zeitung hatte ich damals, vor ungefähr einem Jahr eben, einen Artikel über dieses Institut gelesen, in dem zugleich erklärt worden war, dass es als Psychologe ohne diese Weiterbildung nach dem Studium heutzutage gar nicht mehr gehe. Seit Ende der 90er Jahre das sogenannte Psychotherapeutengesetz verabschiedet worden war, war die Zusatzausbildung für alle Psychologen Pflicht geworden. Doch so wie es einem beim Mensch ärgerlich nicht Spiel ja auch passieren kann, dass alle Figuren plötzlich wieder im eigenen Häuschen landen und man nochmal ganz von vorn beginnen muss, ist das Gefühl, wenn man heutzutage sein frisch gebackenes Psychologiediplom nach durchschnittlich 6 Jahren in den Händen hält. Man muss noch einmal von vorn beginnen. Denn die besagte Psychotherapeutenausbildung hat den Umfang eines zweiten Vollzeitstudiums, exklusive der 3 Praktika, die dann zusätzlich noch jeweils über mindestens ein Jahr gehen. Die Ausbildung umfasst inhaltlich über mehrere Jahre gehende Selbsterfahrungsstunden. Das ist die ungefähr 150 Stunden umfassende sogenannte Lehrtherapie, sowie regelmäßige Supervisionsstunden, insgesamt ebenfalls mindestens 150 bei mindestens 3 verschiedenen Supervisoren. Die Selbsterfahrungsanleiter sowie die Supervisoren, bereits approbierte Kollegen also, die dies anbieten, muss man sich selber organisieren. Wenn man Glück hat, findet man Kollegen, die nicht allzu weit vom eigenen Wohnort entfernt sind. Wenn man dieses Glück jedoch nicht hat, muss man zusätzliche, teilweise erhebliche Fahrtwege und Kosten ebenfalls mit einplanen. Auch Theoriestunden sind abzuleisten. Mindestens 600, die in Wochenendseminaren dann jeweils am Institut stattfinden und von Freitagnachmittags bis Samstagabends gehen, manchmal auch bis Sonntagabends. Pro Wochenende bekommt man dann durchschnittlich 12 Theoriestunden aufgeschrieben. Alle diese Stunden sind sehr teuer. Eine Supervisionsstunde kostet durchschnittlich 80 Euro, genau wie eine Selbsterfahrungsstunde. Und für die Theorieseminare muss man eine monatliche Gebühr an das Institut entrichten über eine Laufzeit von 5 Jahren. Wenn man all diese geforderten Stunden zusammen hat, darf man sich für die staatliche Prüfung anmelden, deren Anmeldegebühr noch einmal 1000 Euro beträgt. Hat man die Prüfung bestanden, die ebenfalls aus mehreren Teilen besteht, aus einer schriftlichen Klausur, einer mündlichen Gruppenprüfung und einer mündlichen Einzelprüfung, dann hat man die Approbation erlangt und bekommt diese bescheinigt. Doch das reicht noch nicht. Denn mit dieser Approbation muss man sich dann erst einmal bewerben für die sogenannte Kassenzulassung, um die es ja überhaupt geht, weil sie die Voraussetzung dafür ist, dass man sich als Psychologe selbstständig machen kann. Für diese Bewerbung sind neben der Approbation weitere Dokumente und Nachweise zu entrichten. Und selbstverständlich ist mit der Bewerbung für die Kassenzulassung auch erneut eine beträchtliche Gebühr verbunden. Doch auch wenn man die Kassenzulassung dann hat, hat man es immer noch nicht geschafft. Denn dann gilt es, sich eine Praxis zu suchen, in der man mitarbeiten kann oder für die ein Psychologe aus Altersgründen etwa einen Nachfolger sucht. Denn auch wo man sich als Psychologe niederlassen darf, ist streng gesetzlich nach regionalem Bedarf geregelt. Obwohl die Psychotherapeutenausbildung, wie gesagt, seit 1990 obligatorisch geworden ist, muss sie privat bezahlt werden. Es gibt keine staatlichen Subventionen dafür. Wenn man nicht gerade von reichen Eltern oder von einem vermögenden Ehepartner gesponsert wird, heißt das, dass man zusätzlich zu dieser Ausbildung noch einen normalen Job aufnehmen muss, um die Ausbildung überhaupt bezahlen zu können.
Und damit fallen dann andere Optionen, wie in den Urlaub fahren, sich mal was gönnen oder auch einfach nur über ein paar Wochen zur Erholung frei nehmen, sofort flach. Denn dafür ist dann ja weder Geld noch Zeit da. Zugleich verlängert sich durch die Arbeitstätigkeit automatisch auch die Zeit, die man für die regulär auf 5 Jahre angesetzte Ausbildung benötigt. Denn man muss ja unter der Woche arbeiten und kann die geforderten Ausbildungsstunden dann nur am Wochenende fortsetzen. Doch ich wollte Psychotherapeutin werden. Das hatte für mich schon seit der Oberstufe des Gymnasiums festgestanden. In dem Artikel damals über das besagte Institut waren auch die Bewerbungsfristen genannt gewesen. Das letzte mögliche Datum im letzten Jahr war an genau dem Tag gewesen, an dem ich diesen Artikel gelesen hatte, denn die Zeitung war von der vorherigen Woche. Ich hatte blitzartig auf die Uhr gesehen. 16 Uhr. Das Sekretariat, an das man seine Bewerbung adressieren sollte, hatte nur bis 12 Uhr geöffnet. Mein Kopf fing an zu rasen. Nein, dachte ich, das kann nicht sein. Ich wollte nicht ein ganzes Jahr warten müssen. Und dann kam mir dieser Gedanke. Der Institutsleiter war ebenfalls in dem Artikel genannt worden. Und ich hatte schnell im Internet recherchiert, dass sein Büro an diesem Freitag noch länger geöffnet sein würde, bis 18 Uhr. Ich würde also zu ihm hinfahren und dort meine Bewerbung persönlich abgeben. Und zwar jetzt sofort. Ich sprang ins Auto, das ich mir kurz entschlossen von meinem Vater dafür auslieh, mit meiner Mappe unter dem Arm, die unter anderem meine Psychologie-Diplomurkunde und mein Diplomzeugnis enthielt mit dem sehr gut. Zu irgendetwas musste dieses sehr gut doch mal wenigstens gut sein, dachte ich grimmig, bevor ich Tapete draus drucken lassen würde oder Klopapier. Kurz vor 5:30 erreichte ich die Klinik, jagte die Gänge entlang und landete dann endlich vor der Zimmertür. Ich klopfte, während mein Herz ebenfalls wild und grimmig klopfte. Ich hatte es noch rechtzeitig geschafft, dachte ich siegesgewiss. Die Tür ging auf. Vor mir stand eine schmächtig wirkende Gestalt, die zugleich jedoch drahtig schien und viel Energie ausstrahlte. Es war eine zurückhaltende Art von großer Energie. Ich stellte mich dem älteren Herrn vor. Ich sei hier, um mich für die Ausbildung zu bewerben und hätte auch meine Mappe mitgebracht. Und mit diesen Worten streckte ich sie ihm freudig und erwartungsvoll hin. Doch er machte keine Bewegung, um sie entgegenzunehmen. Er sah mich durch seine dicken Brillengläser mitfühlend an. Dann sagte er mir, ich sei leider zu spät. Aber selbst wenn ich mich früher beworben hätte, wäre ich nicht mehr angenommen worden. Denn die Ausbildungsgänge seien immer schon auf Monate hin belegt. Es gäbe außerdem zusätzlich noch eine Warteliste von Kandidaten, die ebenfalls Jahr für Jahr mit abgearbeitet werden müsste und berücksichtigt werden müsste. Es täte ihm leid, sagte er bedauernd, aber ich könnte mich ja nächstes Jahr noch einmal bewerben. Doch auch dafür hatte er mir ja im Grunde nicht viel Hoffnung gemacht. Als ich mich damals wieder im Auto auf dem Heimweg befunden hatte, war mir die ganze Episode fast surreal vorgekommen, so als hätte ich mir das nur ausgedacht. Es fühlte sich einfach so absurd an. Wie verrückt war das denn eigentlich, hatte ich gedacht. Mit meinem Zeugnis schaffte ich es nicht, an einen normalen Job zu kommen, aber ich schaffte es auch noch nicht mal, an diese weiterführende Ausbildung zu kommen. War denn das alles ganz aussichtslos? Das war jetzt also ungefähr ein Jahr her. Und vor wenigen Tagen hatte ich also erneut meine Bewerbung abgeschickt. Rechtzeitig diesmal zwar, jedoch ohne mir die geringsten Hoffnungen darauf zu machen. Ich war mir eben nur selbst diesen Versuch schuldig gewesen, so hatte ich es empfunden, und widmete mich dann weiter meinen Volkshochschulkursen. Dort hatte ich von Zeit zu Zeit natürlich auch mit Teilnehmern zu tun, die mir starke Ablehnung demonstrierten. Sie bräuchten sowas nicht, denn sie seien ja nicht bekloppt. Seltsamerweise empfand ich nichts davon aber als einschüchternd oder verunsichernd für mich. Irgendwie fühlte ich, dass die ablehnenden Äußerungen im Grunde mehr mit entsprechend großen Ängsten dieser Teilnehmer zu tun hatten. Es gab aber auch viel positive Resonanz von Seiten meiner Kursteilnehmer, sowohl in den gemeinsamen Stunden unseres Kurses als auch darüber hinausgehend. Nachdem mein erster Kurs abgeschlossen gewesen war, hatte eine Woche später eine mir unbekannte Nummer immer wieder auf meinem Handy angerufen.
Nachdem ich beim achten Anruf dann drangegangen war, hatte ich einen meiner ehemaligen Kursteilnehmer am Ohr gehabt. Ich fragte ihn, was ich für ihn tun könnte. Daraufhin begann er, mir von seinen bereits jahrelangen psychischen Problemen zu berichten. Und schließlich fragte er mich, ob er nicht bei mir eine Psychotherapie machen könne. Ich sei doch Psychologin. Mit dieser Frage hatte ich am allerwenigsten gerechnet. Ich freute mich zwar über sein Interesse, andererseits ging das aber ja gar nicht. Ich durfte ja eben nicht ohne diese Psychotherapeutenausbildung praktizieren. Er schien ebenfalls geknickt und versuchte erst noch, mich von der Dringlichkeit seines Leidensdruckes zu überzeugen. Doch schließlich verstand er, dass nicht das das Problem war. Die Tage vergingen. Ich erkundigte mich. Ich rief von Pontius bis Pilatus alle Instanzen und Behörden an, die mir bekannt waren und von denen ich annahm, dass sie eventuell Bescheid wissen könnten. Ob es nicht auch möglich sei, für mich als immerhin ja diplomierte Psychologin Patienten zu behandeln. Doch niemand kannte sich aus. Man riet mir, mich an den BDP zu wenden. Doch dort wurde mir nur gesagt, um Auskunft zu bekommen, müsse ich Mitglied werden. Das ging jedoch nicht, denn den ausgewiesenen Mitgliedsbeitrag konnte ich mir nicht leisten von meinen zusammengestotterten Einnahmen. Es war, als sei ich in einem irren Adventure gelandet und käme einfach nicht über Level 1 hinaus, weil ich vor 20 Spielzügen vergessen hatte, genau das Item mitzunehmen, das ich genau jetzt und genau hier brauchte, um jemals überhaupt zu Level 2 gelangen zu können. Meine Kurse gingen weiter. Ein neues Volkshochschulsemester stand bevor und ich wurde gefragt, ob ich weiterhin einzuplanen sei. Etwas trübsinnig hatte ich registriert, dass die Entscheidungsphase der Bewerbung für die Psychotherapeutenausbildung wieder einmal verstrichen war und dass ich erneut nicht berücksichtigt worden war. Es hatte sich niemand bei mir gemeldet. So sagte ich der Volkshochschule also zu, auch für die weitere Zeit zur Verfügung zu stehen. Herr Dr. Schade hatte zusätzliche, ehrgeizige Pläne mit mir. Er wollte, dass ich einen weiteren Kurs geben sollte, und zwar Nichtraucher in 10 Schritten. So hieße der Kurs und das sei zugleich auch dessen Inhalt. Es gebe ein Konzept dafür, das vom Bundesgesundheitsministerium entwickelt worden sei, und ich als Psychologin sei doch geradezu prädestiniert dafür, dieses umzusetzen. Ich kannte diese Programme, etwa wie Selbstbewusst in 10 Tagen oder Rote Karte dem Rotwerden. Es war meist verhaltenstherapeutisch aufgebaut und es wirkte vor allem durch den jeweiligen Gruppenzwang bzw. Zusammenhalt und durch die Kontrolle. Dennoch wusste ich auch, dass diese Methode für manche Personen tatsächlich die Methode der Wahl ist und dementsprechend tatsächlich dann zu dem gewünschten Ergebnis führen kann. Jeder Mensch ist eben verschieden. Und selbstverständlich war das in jedem Fall ein wichtiges Ziel, Menschen zu helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und so sagte ich Dr. Schade schließlich zu und nahm 2 Wochen später an dem geforderten Schulungsseminar für die angehenden Seminarleiter des Nichtraucherseminars teil. Es war eine Chance für mich und eine andere hatte ich ja nicht. Das Schulungsseminar war wie schon vermutet zäh und trocken. Die Gruppe der Teilnehmenden war bunt durcheinandergewürfelt. Aus allen Bundesländern waren die unterschiedlichsten Pädagogen, Ärzte, Sozialarbeiter, Justizvollzugsbeamte, Lehrer, Heilpraktiker und Psychologen zusammengekommen, um das bundesgesundheitliche Anti-Rauch-Konzept zu erlernen. Insgesamt waren wir 30 Teilnehmer. In den kurzen Pausen zwischen jeweils 2 Theorie- oder Praxisblöcken standen wir dann auf den Gängen oder draußen auf dem Hof zusammen, während die Hälfte der Teilnehmer eine kleine Entspannungszigarette rauchte. Auch die Gruppendynamik unter uns professionellen Helfern entwickelte sich sehr interessant. Nachdem wir uns alle am ersten Tag gewissermaßen einander dauergrinsend und hochachtungsvoll gezeigt hatten, zeigte diese glänzende Atmosphäre am zweiten Tag bereits erste Risse. Und darunter kam der allgegenwärtige Konkurrenzkampf zum Vorschein.
Ich hatte mich von Anfang an rausgehalten. Damit war ich wohl auch zwischenmenschlich gut beraten gewesen. Denn was die gegenseitigen Sympathien und Antipathien innerhalb unserer Gruppe betraf, so beobachtete ich in den weiteren Tagen den Verlauf eines regelrechten Dramas. Bereits am zweiten dieser Tage waren die bis dahin nur untergründigen Animositäten zwischen zwei der Teilnehmerinnen regelrecht ausgebrochen. Die eine war eine recht kodderschnauzige Sozialarbeiterin, die am ersten Tag in ihren Beiträgen zum Thema ständig von irgendeinem Kopfkino gesprochen hatte. Dies oder das sei nur im Kopf, hatte sie jedes Mal mit expressiver Gestik und Mimik dramatisch betont. Die andere war eine eher zurückhaltend wirkende Psychologin, die anscheinend gar nicht wusste, wie ihr mit dieser Sozialarbeiterin da gerade geschah. Denn in der Tat erschloss es sich einem gar nicht, was diese überhaupt und immer wieder so auf die Palme brachte. Meine besagte Psychologiekollegin hatte die andere dann in der Pause ebenfalls versucht, darauf anzusprechen und sie zu fragen. Doch die Sozialarbeiterin hatte sich daraufhin erst recht provoziert gefühlt. Und danach ging es noch mal ein paar Dezibel lauter weiter. Der Streit oder was immer es eigentlich war, schien nun erst recht angeheizt. Unsere Gruppe zerfiel schnell in drei Teile: in eine Front, die für die Psychologin war, in eine Front, die für die Sozialarbeiterin war, und in eine Person, die sich raushielt: ich. Ich befand mich sozusagen im Auge des Sturms. Am dritten Tag musste das Seminar mehrmals unterbrochen werden. Die Psychologin war einmal in Tränen ausgebrochen, nachdem die Sozialarbeiterin sie bei einem Rollenspiel, das unsere Seminarleiterin ihnen vorgegeben hatte, so richtig pampig und unverschämt angegangen war. Als die beiden das Rollenspiel nach dieser Unterbrechung fortsetzten und die Psychologin von da an rein sachlich und neutral auf die Äußerung der Sozialarbeiterin reagierte, schien das Ganze nun andersherum zu kippen. Immer noch, ohne dass man verstand, aus welchem Anlass eigentlich. Mich schien diese Sozialarbeiterin aber zu mögen und sie lobte mich sogar mehrmals, obwohl es auch dafür eigentlich keinen direkten Anlass gegeben hatte. Aber vielleicht war das alles ja auch nur in ihrem Kopf. Ich fand die Psychologin ziemlich sympathisch. Auch schon vor ihrem seltsamen Eklat mit der Sozialarbeiterin war sie mir positiv aufgefallen. Und so sprach ich sie am vierten und letzten Tag unseres Seminars dann in der Pause an. Wir kamen ein bisschen ins Gespräch. Ich erfuhr von ihr, dass sie sich seit dem Ende ihres Studiums in ähnlich problematischer Situation befand wie ich. Sie versuchte ebenfalls schon seit einiger Zeit händeringend einen Job zu bekommen und ihre finanzielle Not wuchs sich ebenfalls gerade dramatisch aus. Diesen etwas kultigen Witz über Psychologen, die Arbeit haben, kannte sie aber schon. Als mir dieser Witz zum ersten Mal erzählt worden war, hatte ich ihn erst gar nicht verstanden und der Kommilitone, der ihn mir damals erzählt hatte, sagte mir daraufhin mitfühlend: Keine Sorge, du wirst die Pointe noch verstehen. Und er hatte recht gehabt. Die Pointe des Witzes hatte sich mir während der darauffolgenden Monate enthüllt, in denen ich mich ausschließlich erfolglos bewarb. Der Witz, oder besser gesagt die Scherzfrage, lautete: Was sagt jemand zu einem Psychologen, der Arbeit hat? Antwort: Einmal Pommes rot-weiß, bitte. Meine Psychologiekollegin und ich nickten melancholisch und verstehend. Nach meiner Rückkehr mit dem leicht zerknitterten, aber staatlich anerkannten Zertifikat als Nichtraucher-Seminarleiterin bereitete Dr. Schade sofort alles vor. Der erste amtliche Nichtraucherkurs an seiner Volkshochschule wurde geradezu pompös angekündigt. In der regionalen und überregionalen Zeitung war in einem eigens dafür verfassten Artikel zu lesen, was für ein tolles, professionelles und ganz im Sinne des neuen Gesundheitsbewusstseins stehendes, einmaliges Angebot das sein würde. Der erste Kurs war daraufhin bereits im Handumdrehen ausgebucht. Er war auf 30 Teilnehmer limitiert und es gab auch schon eine Warteliste für den nachfolgenden Kurs, der ebenfalls schon fast vollzählig war. Und
2 Wochen vor dem offiziellen Kursbeginn bekam ich dann diesen Brief. Man informierte mich darin, dass ich per Nachrückverfahren am Institut aufgenommen worden sei als Ausbildungskandidatin. Ich fiel aus allen Wolken und schwebte zugleich auf denselben weiter. Es war wie ein Wunder. Es bedeutete zwar auch, dass ich jetzt Ograus, auch Dr. Schade, nun diese für ihn sicherlich nicht erfreuliche Mitteilung würde machen müssen und auch meine Selbstmanagementkurse, die mir inzwischen irgendwie ans Herz gewachsen waren, musste ich nun doch ganz stornieren. Doch es war meine einzige Chance darauf, doch noch als Psychologin regulär arbeiten zu können. Es war Ende Januar 2006, als ich dann also meinen Lebensmittelpunkt wieder nach Bielefeld verlegt hatte. Denn dort würde ich während meiner Psychotherapeutenausbildung ja weiterhin wohnen. Die tägliche Fahrt würde ich mit Bus und Bahn zurücklegen müssen, denn ich hatte ja schon seit 3 Jahren kein eigenes Auto mehr. Ich hatte erfahren, dass es pro Strecke eine 2,5-stündige Fahrt werden würde, bei der ich insgesamt 4-mal umsteigen müsste. Doch was waren 4-mal Umsteigen und eine schaukelnde Fahrt an Bord dieser Busse, deren Beginn morgens um 5:30 sein würde, gemessen an der Chance, dass ich auf diese Weise dann endlich wieder eine echte Perspektive in meinem Beruf haben würde? In diesem Licht betrachtet schien das alles gar keine wirklichen Kosten oder Mühen zu sein. Das war einfach nur wunderbar. Auf den Schwingen dieser positiven, zuversichtlichen Stimmung glitt ich von da an durch meinen Alltag und bereitete alles für den neuen, wichtigen Abschnitt in meinem Leben vor. Eine Sache, die dazugehörte, war, dass ich mir einen Praktikumsplatz suchen musste für die erste Etappe meiner bevorstehenden Psychotherapeutenausbildung, für das sogenannte PIP-Jahr. Aber das Fortbildungsinstitut war seinerseits selber einer Klinik angegliedert, die in Kooperation mit dem Institut einige dieser Praktikumsplätze bereitstellte. Und so tat ich einfach das Naheliegendste und bewarb mich in einer dieser Kliniken, über die ich im Internet recherchiert hatte, dass dort gerade ein freier Praktikumsplatz sei. Die Bewerbung sollte man bei Interesse an eine gewisse Frau Dr. Banzhaf richten. Nachdem ich also auch diesen Schritt erledigt und meine ordnungs- und fristgemäße Bewerbung abgeschickt hatte, war ich mit mir und der ganzen Welt eins und glücklich. Nach diesen schrecklichen Jahren voller Sorge und Angst um meine Zukunft schien nun endlich doch alles gut zu werden. Inzwischen war es Anfang Februar und Ende März würde es nun endlich weitergehen für mich. An einem dieser matschigen Grauwettertage klingelte abends gegen 22 Uhr mein Telefon. Gut gelaunt hob ich den Hörer ab und meldete mich mit meinem Vor- und Nachnamen, so wie ich es in dieser Zeit immer noch wie aus Schulzeiten beibehalten hatte. In der Leitung knackte es kurz und dann meldete sich der Institutsleiter. Ich war erfreut, denn ich hatte ihn in netter Erinnerung. Da hörte ich ihn gerade mit etwas bedrückter Stimme sagen, dass es ihm leid täte. Dem Institut sei in meinem Fall ein Fehler unterlaufen. Es gebe leider keinen Platz für mich. Ich hatte das Gefühl, in einem schlechten Traum zu sein. Meine ganze Welt, die sich vor wenigen Minuten noch so rosarot und heil angefühlt hatte, war nur noch ein einziger Scherbenhaufen. Schon wieder war mir in Sekundenschnelle alles zerbrochen. In der darauffolgenden Psychotherapiestunde bei meiner Psychologin erzählte ich ihr von dieser unglückseligen Wendung. Sie versuchte, mich wieder aufzurichten. Sie machte unverdrossen verschiedene Vorschläge, was ich jetzt versuchen oder tun könnte. Sie gab sich wirklich alle Mühe. Doch all das erreichte mich gar nicht. Auf der einen Seite war ich immer noch viel zu entmutigt, um mir bereits neue Pläne überlegen zu können. Auf der anderen Seite war im weiteren Verlauf nach meinem Telefonat diese unerklärliche Bestimmtheit in mir aufgetaucht.
In den Augen meiner Psychologin war das wohl nur so etwas wie eine fixe Idee von mir, als ich ihr gesagt hatte, ich hätte dieses sichere Gefühl, dass ich der Absage zum Trotz dennoch angenommen werden würde. Es fühlte sich in mir exakt so an. Mehr noch, es war, als wüsste ich das bereits. Obwohl es ja zugegebenermaßen Fakt war, dass ich eine Ablehnung von dort bekommen hatte. Am Ende der Stunde hielt ich immer noch unverändert an meiner Vision fest. Meine Therapeutin sah mir bekümmert hinterher. Eine Woche später hatte sich nach wie vor nichts an meiner Situation verändert und auch nicht an meiner Überzeugung. Meine Therapeutin versuchte es deswegen nun ein wenig direkter. Sie fragte mich vorsichtig und behutsam, und wenn es nicht klappt? Aber irgendwie fühlte ich mich immer noch nicht gefordert, über diese Frage überhaupt nachzudenken. Und wenige Tage später flatterte mir eine Einladung zum Vorstellungsgespräch ins Haus für einen Platz als Ausbildungskandidatin am Institut. Ich sollte mich am kommenden Samstag um 14 Uhr dort einfinden. Warum ich nun doch dafür in Erwägung gezogen worden war, habe ich nie erfahren. Ich war überhaupt nicht aufgeregt oder nervös, als ich mit den dreien sprach. Sie wirkten allesamt so nett auf mich und überaus menschlich. Ich nahm jedenfalls eine Verbindung auf Augenhöhe zwischen ihnen und mir wahr, die mir half, auch das Gespräch gut zu meistern und anscheinend auch einen positiven Eindruck auf sie zu machen. Denn am Ende waren sie mit mir einverstanden als Ausbildungskandidatin. Ich wollte mich gerade überschwänglich bedanken, doch da hatte ich mich wohl schon wieder zu früh gefreut. Sie informierten mich in diesem Moment, dass das leider noch keine endgültige Zusage wäre. Denn ohne eine Zusage zu einem PIP-Platz würden sie mich leider nicht aufnehmen können. Und so eine Zusage hatte ich ja noch nicht. Sofort erzählte ich ihnen aber davon, dass ich mich bereits in der angegliederten Klinik beworben hätte. Und ich fühlte mich dabei erneut siegesgewiss. Denn warum sollte ausgerechnet die kooperierende Klinik des Instituts mich nicht annehmen, wenn das Institut selber bereits für mich gestimmt hätte? Doch die Ärztin erklärte mir, warum. Das sei leider eher der Ausnahmefall und gerade diese PIP-Stelle, für die ich mich beworben hätte, sei äußerst schwierig zu bekommen. Und so fuhr ich in derselben Stimmung wieder zurück, wie ich an diesem Vormittag hingefahren war, denn meine Situation war genauso unentschieden geblieben. Allmählich drängte die Zeit. Ich hatte jetzt nur noch 4 Wochen, um mir diesen Praktikumsplatz zu organisieren. Andernfalls könnte ich auch in diesem Jahr die Ausbildung wieder knicken. Und was dann? Davor graute mir mehr, als ich überhaupt selber wissen wollte. Ich erweiterte meinen Bewerbungsradius auf einen Umkreis von 100 Kilometern, denn Entfernungen würden mich nicht aufhalten können, schwor ich mir mit grimmiger Entschlossenheit. Und so fiel mir der Stein meines Lebens vom Herzen, als ich erneut 2 Wochen später die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch in den Händen hielt, unterschrieben von Frau Dr. Banzhaf. Ich mochte sie auf Anhieb. Als ich ihr in ihrem Büro gegenüber saß und auf ihre Fragen zu antworten versuchte, kam ich mir zwar schrecklich unbeholfen und unprofessionell vor, aber ich sah, dass sie mir all das gar nicht übel nahm und auch nicht irgendwie negativ gegen mich wertete. Sie schien mich stattdessen sogar positiv wahrzunehmen. Und als sie mich am Ende unseres Gesprächs in der Klinik herumführte, manchen Mitarbeitern vorstellte und als letztes in ihrem Büro wieder fragte, ob ich tatsächlich denn jeden Tag so einen weiten Weg auf mich nehmen wolle, konnte ich immer wieder nur begeistert nicken. Worte bekam ich jetzt gar nicht mehr raus. Frau Dr. Banzhaf lächelte freundlich und sagte dann, ich würde Ihnen ja gerne schon die Zusage geben, aber es gibt noch eine Reihe weiterer Bewerber auf die Stelle und ich bin verpflichtet, diese ebenfalls zu sehen. Aber vielleicht klappt's ja. Damit stand sie auf, kam auf mich zu und gab mir herzlich die Hand zum Abschied. Es war eine dieser Situationen, in denen ich mich wie eine Reinkarnation von Pierre Richard fühle. Ich stand ebenfalls auf, ein wenig hektisch, gab ihr die Hand und beeilte mich dann, meine Jacke wieder anzuziehen.
Diese hatte ich vorhin, als ich reingekommen war, auf dem Garderobenständer aufgehängt, der sich gleich neben der Bürotür befand. Ich griff jetzt nach der Jacke und zog sie zu mir hin, doch sie löste sich nicht vom Haken. Stattdessen kippte mir der gesamte Garderobenständer wie in Zeitlupe entgegen. Kurz bevor mich aber unter sich zermalmen konnte, fing ich ihn blitzschnell mit der anderen Hand ab, hatte ihn dabei geschickt wie einen Stier an einem freien Horn gepackt und wollte ihn nun wieder zurückdrücken in seine ursprüngliche Position. Doch diese messingeiserne Hakenskulptur war wirklich widerspenstig. Sie kippte einfach nicht wieder zurück. Stattdessen kippte sie jedes Mal wieder auf mich zu. So ging es ein paar Mal hin und her. Es muss ausgesehen haben, als wenn ich mit dem Garderobenständer tanzen würde. Frau Dr. Banzhaf stand inzwischen hinter mir und half mir lachend. Nachdem ich befreit und in meiner Jacke war, gab sie mir noch einmal lachend die Hand. So von Namen sah ihr Gesicht besonders gutmütig aus. Wieder zu Hause angekommen, rief ich meine Freundin Renate an. Ich hatte sie vor ungefähr 10 Jahren bei einer Geburtstagsfeier von Dirks Mutter kennengelernt und wir hatten uns auf Anhieb gemocht und gut verstanden. Obwohl sie auf den Tag genau ein Jahr älter war als meine Mutter, war dieser Altersunterschied eigentlich gar nicht zu spüren. Wir machten gemeinsame Scherze und waren von Anfang an auf einer Welle gewesen. Bei unseren Gesprächen und Treffen hatten wir tausend und ein Thema und wir kamen bei unseren ausgedehnten Telefonaten von Hölzchen auf Stöckchen, wie richtig gute Freundinnen eben. Während ich nun also ihre Nummer wählte, freute ich mich schon darauf, was ich ihr gleich erzählen würde. Sie hatte die ganzen letzten Jahre mit mir mitgefiebert und gezittert, und ich wusste, dass sie mir an diesem Tag ganz besonders alle Daumen gedrückt hatte. Sie hoffte und wünschte sich für mich, dass ich bald einen Job oder zumindest eine jobliche Chance erhalten würde, denn Renate hielt mich für ganz besonders kompetent. Außerdem auch für eine patente Person. Das war für sie das höchste Lob, das sie überhaupt jemals aussprach, und sie hatte mir das immer mal wieder gesagt. Auf ihre herbe, ein wenig raue Art, von der ich aber genau wusste, dass sie sich im Grunde nur nicht so herzlich und warm und mitfühlend geben wollte, wie sie in Wirklichkeit war. Vielleicht war sie darin zu oft ausgenutzt worden im Laufe ihres Lebens. Vielleicht gab es auch noch andere Gründe. Wir ließen einander jedenfalls so sein und so reden, wie es uns eben entsprach. Ich hörte nun das Freizeichen. Ich zählte 5-mal das Klingeln. Vielleicht war Renate gerade draußen im Garten, vielleicht gerade unten im Keller. Sie war ein hochaktiver Mensch, der sich für alles interessierte und immer mit irgendetwas gerade vollauf beschäftigt war. Und sie würde beim Klingeln des Telefons also erstmal eine gewisse Strecke im Haus zurücklegen müssen. Beim 8. Klingeln schließlich wurde abgehoben, wie jedes Mal. Hallo, trötete ich fröhlich in den Hörer. Sie kannte meine Stimme, so wie ich ihre. Ach, hallo, hallo, kam es gut gelaunt zurück. Bist du wieder zu Hause? Na, dann erzähl doch mal. Ich hörte, wie sie sich offenbar einen Stuhl heranzog und sich setzte. Und so berichtete ich ihr aufgedreht von meinem Gespräch mit Frau Dr. Banzhaf. Ich schloss meinen Bericht mit den Worten: Die Armen, die eine Absage bekommen, falls ich jetzt die Stelle bekommen sollte. Renate fuhr auf. Das ist doch nicht dein Ernst, sagte sie ganz empört. Was genau willst du denn dann machen? Zurücktreten? Nein, natürlich nicht. Ich meinte das nur theoretisch, stammelte ich lahm als Erklärung. Aber Renate blieb sauer. Jetzt bist du mal dran, herrschte sie mich an und duldete diesbezüglich keine Widerrede. Oder hast du dafür etwa noch nicht lange genug gewartet? Doch, ich hatte reichlich lange gewartet. Und so trat ich eine Woche später als Psychologin im Praktikum gehorsam und ohne die geringste Widerrede meinen ersten Arbeitstag an. Denn die Wahl war tatsächlich auf mich gefallen. Nachdem ich meine 2,5-stündige Bus- und Bahn-Odyssee hinter mich gebracht hatte, stand ich an diesem ersten Morgen pünktlich, passend gekleidet und meine Haare zu einem seriösen Dutt geschlossen vor der Tür einer meiner zukünftigen Kolleginnen und wartete auf sie. Man hatte mir an der Rezeption gesagt, ich solle mich bei ihr melden.
Sie würde mir dann alles zeigen, inklusive des Büros, das ich bekommen würde. Ich war so aufgeregt und glücklich und brannte förmlich vor Tatendrang. Ich konnte kaum erwarten, dass es losginge. Die Uhr auf dem Gang rückte auf 7:45. Ich hatte zwar erst 15 Minuten hier gestanden, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. 7:20. Und dann endlich tauchte eine Person ganz hinten im Gang auf. Es war eine junge Frau mit kurzen blonden Haaren. Sie schritt energisch heran und ihre äußere Erscheinung strahlte zugleich etwas unwahrscheinlich Korrektes aus. Ihr Gang und ihre Schritte schienen exakt und gleichförmig. Sie hatte mich nun fast erreicht. Ich lächelte ihr entgegen. Sie erwiderte das Lächeln aber nicht. Sie guckte mich aber auch nicht unfreundlich an. Ihr Gesicht ließ nur eben einfach keinen Schluss darüber zu, was sie wohl gerade dachte oder in was für einer Stimmung sie gerade war. Sie stellte sich mir als Kirsten vor. Ich sagte ihr ebenfalls meinen Namen und plapperte dann munter weiter. Einmal, weil ich so aufgeregt war und zum zweiten, weil ich sie vom ersten Eindruck her ziemlich nett fand. Wir schienen noch ungefähr ein Alter zu sein. Vielleicht war sie ein bisschen jünger. Sie schloss auf. Wir betraten ihr Büro und sie bedeutete mir mit einer Handbewegung, dass ich an ihrem Tisch Platz nehmen solle. Sie setzte sich mir gegenüber, genau wie sie sonst wohl immer mit ihren Patienten saß. Im Gespräch verhielt sie sich weiterhin perfekt und gleichförmig, vielleicht auch ein kleines bisschen mechanisch. Vor allem aber ließ sie mich nicht eine Sekunde aus den Augen. Es war, als wenn sie mich auf irgendetwas hin genau untersuchen und sezieren würde. Unter diesem Sezierblick bekam ich von ihr zuerst einen groben Überblick über den organisatorischen Ablauf in der Klinik. Auch einige feste Wochentermine gäbe es, an denen ich verbindlich teilnehmen müsse. Die Supervision zusammen mit den übrigen Psychologen der Station, die Teambesprechung bei Frau Dr. Banzhaff sowie der Wochenausklang am Freitag, bei dem sich die ganze Belegschaft der Klinik versammeln würde, um alle wichtigen Informationen auszutauschen. Auch inhaltlich wies Kirsten mich ein. In den psychologischen Gesprächen, die wir mit den Patienten führen, gehe es ausschließlich um Bewältigung der Schmerzsymptomatik. Und am besten sei ich damit beraten, den Ball flach zu halten. Ich hatte keinen Schimmer, was sie damit meinte. Ich hörte ihr schweigend weiter zu. Jetzt teilte sie mir gerade mit, dass sie ebenfalls in der Psychotherapeutenausbildung sei, ihr PIP-Jahr aber bereits abgeschlossen habe, und zwar vor wenigen Wochen. So wie sie es sagte und mit dem Gesichtsausdruck, der dabei auf ihrem ansonsten unlesbaren Gesicht erschienen war, wirkte es so, als wäre sie dort im Krieg gewesen und nun als Veteranin heimgekehrt, nachdem sie ihre Tapferkeit, Mut und Stärke auf dem Kampffeld mit den Patienten der Klinik unter Beweis gestellt hatte. Sie sprach weiter und sagte jetzt etwas über meine Bürovorgängerin. Diese war wohl so etwas wie Kirstens Mentorin gewesen. Ob inoffiziell oder offiziell, erschloss ich mir dabei nicht. Kirsten erzählte jedenfalls, dass sie sich oft an diese Psychologin gewandt hätte in der ersten Zeit und dass diese ihr das dann immer geraten hatte, den Ball flach zu halten. Was zum Teufel, dachte ich. Ich begriff immer noch nicht, was damit gemeint war. Doch was ich auf jeden Fall begriffen hatte, war, dass es wichtig schien, dass ich das begreifen würde, denn es handelte sich dabei anscheinend um ein ungeschriebenes Psychotherapeutengesetz. Um 11 hatte Kirsten dann ihren ersten Patienten und ich machte mich auf den Weg in mein Büro, für das Kirsten mir am Morgen die Schlüssel ausgehändigt hatte. Ich schloss auf, sah mich neugierig im Raum um, der bis auf ein verblasstes Ölgemälde an der Wand etwas kahl wirkte, aber dennoch unglaublich verheißungsvoll. Ich atmete tief ein und aus. Hier würde ich also ganz bald meine Arbeit aufnehmen. Das war, als wenn ich am Anfang eines großen, wunderbaren Abenteuers stünde. Später an diesem Tag ging es zur Teambesprechung. Dort sah ich die nette Frau Dr. Banzhaff zum ersten Mal nach meinem Vorstellungsgespräch wieder. Wir gaben uns herzlich die Hand. Sie schien sich aufrichtig zu freuen, mich zu sehen, und stellte mich dann allen vor. Auch die anderen Psychologen schienen sehr nett zu sein.
Sie plauderten sofort fröhlich und ganz zwanglos mit mir. Ich fühlte mich auf Anhieb wohl in diesem Team. Wenngleich in mir mein obligatorischer Zweifel nagte, ob ich überhaupt die Richtige sei für diese Stelle. Denn ich hatte doch null Ahnung von dem allen. Und dann sollte ich noch den Ball flach halten und hatte auch davon keine Ahnung. Hoffentlich würde ich nicht auffliegen, dachte ich, und zwar in hohem Bogen. Nachdem die Besprechung beendet war und alle aus dem Raum strömten, hielt Kirsten mich am Ärmel zurück. Sie habe noch ein paar weitere Informationen für mich. Wir gingen schweigend und gemessenen Schrittes wieder zurück in ihr Büro, wo ich mich wieder brav auf den Platz ihrer Patienten setzte, während sie erneut mir gegenüber Platz nahm und mich weiter observierte. »Jetzt hast du ja alle anderen Kollegen kennengelernt«, sagte sie, »aber wir beide müssen uns hier die Patienten aufteilen. Du bist ja ganztags hier, ich arbeite in Teilzeit, das heißt, du musst mehr Patienten übernehmen als ich.« Ihr Ton war streng und irgendwie maßregelnd, prophylaktisch wohl schon mal, für den Fall, dass ich nicht spuren würde. Aber mir war das doch recht, wenn ich mehr Patienten übernehme. Ich war so überglücklich, dass ich überhaupt arbeiten durfte. Ich sagte ihr deswegen, dass ich damit vollkommen einverstanden sei. Doch Kirsten blieb weiter angespannt. Ich wechselte das Thema, erzählte ihr fröhlich von meiner Weltreise, die ich jetzt täglich 2-mal zurücklegen würde. Wie ich daraufhin erfuhr, kam Kirsten ebenfalls aus Bielefeld mit dem eigenen PKW. »Oh«, dachte ich und schlug ihr vor, dass wir ja vielleicht eine Fahrgemeinschaft machen könnten. Ich würde mich dann an den Benzinkosten beteiligen. Das wäre für Kirsten dann ja ebenfalls eine Entlastung, so nahm ich an. Aber sie reagierte gar nicht. Sie beobachtete mich nur weiter mit diesem Blick und sagte dann langsam und gedehnt, »Das kann ich noch nicht sagen. Das überlege ich mir noch.« Ich trat innerlich höflich einen Schritt wieder zurück. Ich hatte sie wohl irgendwie überrumpelt damit, versuchte ich mir ihre etwas ungewöhnliche Reaktion zu erklären. Ich konnte ihr Verhalten jedenfalls nicht so ganz einordnen. Schließlich hatte ich sie ja nicht gefragt, ob ich bei ihr einziehen dürfte. »Egal, jeder Mensch ist eben verschieden«, dachte ich, »und das war ja erst das erste Kennenlernen zwischen uns. Da war noch jede Menge Entwicklung möglich«, so malte ich mir es gerade optimistisch aus. »Wir würden ein richtig gutes Team sein. Sie als die Verhaltenstherapeutin, ich als die Tiefenpsychologin. Wir würden uns wunderbar ergänzen können. Ich möchte auch einen festen Termin für eine wöchentliche Besprechung mit dir machen«, sagte Kirsten in diesem Moment gerade mit ihrer strengen, mechanischen Stimme, mitten in meine rosaroten Traumwolken unserer zukünftigen Zusammenarbeit hinein. Nachdem dieser Termin gefunden war, entließ sie mich für diesen Tag. Nicht ohne mir noch einmal streng einzuschärfen, dass ich morgen um 8 Uhr als erstes wieder zu ihr zu kommen hätte, damit wir dann zusammen die neuen Patientenanmeldungen aufteilen würden. Als ich draußen war, atmete ich erst einmal tief durch. Ich lockerte meine Arm- und Beinmuskeln ein wenig, bevor ich die Treppe runter zu meinem Büro ging, das ich schon jetzt lieb gewonnen hatte. Am nächsten Tag ging es weiter, und Kirsten blieb streng und unerbittlich. Ich sah sie nicht ein einziges Mal mit entspannten Mundwinkeln. Das blieb auch in den folgenden Wochen so, und sie kontrollierte mich, auf Schritt und Tritt. Sie forderte von mir die Offenlegung aller Dinge, die ich in der Klinik tat, sowie wann ich sie tat, wo und wie lange. Aber auch inhaltlich erwartete sie von mir, dass ich sie bei unserer wöchentlichen Besprechung über jeden Gedanken und jeden therapeutischen Schritt auf dem Laufenden hielt, den ich in jedem Gespräch mit meinen Patienten umgesetzt, angefangen oder auch nur erwogen hätte. Kein Zweifel, sie sah sich jetzt wohl als meine Mentorin oder als meine Vorgesetzte. Es war erdrückend. Doch ich ließ mir das nicht anmerken. Stattdessen beantwortete ich jede ihrer Fragen, so gut ich konnte. Ich glaubte immer noch unverändert daran, dass zwischen uns noch eine richtig gute Kollegialität entstehen würde.
Sie erzählte mir zwar bei weitem nicht so ausführlich und genau von ihren Patientengesprächen, wie sie das von mir forderte, aber das, was sie erzählte, fand ich interessant. Sie war so genau, konkret und ging extrem strukturiert bei ihren Patienten vor. Davon wollte ich mir gerne eine Scheibe abschneiden. Denn ich selbst kam mir so ungeordnet bei meinem Vorgehen vor. Auch wenn ich zu wissen glaubte, dass es dennoch ziemlich kompetent war, was ich mit den Patienten machte. Doch unsere Gespräche und kollegiale Beziehung blieben kompliziert. Auch nach einem Monat gelang es mir einfach nicht, Kirsten aus ihrer Reserve zu locken, obwohl sie mit den anderen Kollegen durchaus entspannt und locker wirkte, nur eben nicht mit mir. Doch ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dass ich ihr Misstrauen mir gegenüber oder was immer es war, überwinden würde. Und dann passierte die Sache mit der Schmerzkonferenz. Die Schmerzkonferenz ist eine regelmäßige, fachübergreifende Sitzung, bei der jeweils ein besonders interessanter, aktueller Schmerzpatient aus der Klinik vorgestellt wird und bei der die verschiedenen Fachkollegen jeweils ihre Eindrücke über ihn oder sie zusammentragen. Das ist in der Tat ein großer Fortschritt gegenüber der ansonsten eher gesplitteten Behandlungsweise, die ein Patient erfährt. Normalerweise sagt der Arzt dies, der Physiotherapeut das, der Psychologe wieder was anderes und die Krankenschwester gibt ebenfalls ihren ganz eigenen Senf hinzu. Anders aber eben bei einer Schmerzkonferenz. Und alles, was Rang und Namen hatte in der Ärzte- und Therapeutenwelt, nahm deswegen an diesen Sitzungen teil. Auch von externen, denn es ging dabei auch um Reputation oder die Entwicklung neuer Behandlungsansätze. Es ist also ein richtig wichtiges Ereignis, das alle 4 bis 8 Wochen auch in unserer Klinik als der Gastgeberklinik stattfand. Es war in meiner 6. Arbeitswoche und 2 Wochen vor der nächsten Schmerzkonferenz, als ich eines Morgens den Anruf unseres Oberarztes erhielt. Er teilte mir mit, welchen Patienten er für die bevorstehende Konferenz ausgewählt hätte. Er teilte mir das deswegen mit, weil dieser Patient seine psychologischen Gespräche bei mir führte und weil ich ihn deswegen auf der Schmerzkonferenz aus psychologischer Sicht vorstellen sollte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 3 Gesprächstermine mit diesem Patienten gehabt, zur Aufnahme seiner Krankengeschichte sowie zur psychologischen Begleitung und weitere Gespräche waren geplant. Er war ein richtig harter Brocken. Bereits unsere erste Kontaktaufnahme war wie ein Zusammenprall der Kräfte gewesen. Um 7:58 hatte es an diesem Morgen plötzlich so laut und wütend gegen meine Bürotür gebollert, dass ich drinnen fast vom Stuhl gefallen wäre. Ich hatte die Tür geöffnet und vor mir hatte ein Hühne gestanden, der sofort verärgert auf mich runtergedonnert hatte. »So, da bin ich. Ich weiß zwar nicht, was ich bei Ihnen soll, aber ich muss ja wohl den Termin hier auch wahrnehmen.« Er hatte wohl nur seine Keule vergessen. Ich hatte ihn im ersten Moment leicht verwirrt angeblinzelt, während ich mich innerlich wieder zurechtgefunden hatte. Und dann hatte ich ihm freundlich die Hand gegeben, mich vorgestellt und gesagt, »Okay, schön, Sie können aber doch trotzdem erstmal überhaupt hereinkommen, oder?« Damit hatte ich eine einladende Handbewegung gemacht. Er hatte zögernd dann mein Büro betreten und war dann wie angewurzelt in der Mitte des Raumes stehen geblieben. »Möchten Sie sich setzen?« hatte ich ihn leicht und locker und möglichst nicht aufdringlich gefragt und hatte mir dann ebenfalls einen Stuhl herangezogen. So saß mir der Riese erst einmal grimmig schweigend gegenüber. Ich betrachtete ihn dabei unauffällig näher. Er trug eine Art Korsett um den gesamten Oberkörper. Es war wohl dafür da, um ihn zusammen und aufrecht zu halten. Drehen oder wenden konnte er sich dadurch aber kaum noch. Sein rechter Arm war geschient, irgendeine Schraube guckte da außerdem aus dem Handknochen hervor. Der linke Arm war voller Wunden und Narben und sah ansonsten auch nicht heiler aus als der rechte. Außerdem verlief ein kleiner Schlauch aus seiner Nase quer über seine Brust auf den Rücken. Der Schlauch war an ein leise zischendes Gerät angeschlossen, irgendein Sauerstoffgerät, das er ebenfalls mit sich führte. Richtung Unterkörper ging die Apparatur genauso weiter.
Auch da waren überall Schrauben, Schienen und Verdrahtungen zu erkennen. Und seine Knie hatte es ganz besonders schlimm getroffen. Er konnte sie wohl kaum biegen. Aber auch seine Füße steckten in keinen normalen Schuhen. Sie waren stark angeschwollen. Und die behelfsmäßigen und oben offenen Latschen waren wohl das Einzige, worin er derzeit überhaupt gehen konnte. Er musste furchtbare Schmerzen haben, dachte ich betroffen in der Summe dieser Eindrücke. Was war mit ihm passiert? Er tat mir leid und er wirkte so extrem hart. Da war nichts Weiches, Biegsames oder Fließendes mehr in ihm oder an ihm erkennbar. Kein Wunder bei solchen Einengungen, dachte ich, das muss einen ja rasend machen. Rasend vor Wut und im Grunde wohl auch rasend vor Schmerz. Vielleicht ja auch wegen dem Umgang mit ihm, denn Schmerzen sind nicht zu objektivieren. Es gibt kein Röntgenbild oder Zentimetermaß, das die Stärke des Schmerzes anzeigen würde. Und so werden diese von den meisten Ärzten eben gehandelt, als wären sie gar nicht da. Und nur der jeweilige Knochenbruch, Verschleiß oder Wirbelvorfall wird beachtet. Aber nicht der Wirbelvorfall ist das Problem, sondern die Schmerzen. Außerdem ist Schmerz selber für viele Männer ein Problem. Schmerz zu empfinden scheint ihrem Selbstbild als Männer zu widersprechen und ganz und gar gegen ihren Stolz zu sein. Und so versteifen und verspannen sich Männer bei Schmerz immer mehr, was den Schmerz dann ja noch verstärkt, sodass sie sich daraufhin noch mehr zusammenreißen. Aber allein dieses Wort und die bildhafte Vorstellung davon ist pure Gewalt gegen sich selber. Und was sollte Gewalt erzeugen, wenn nicht Schmerz? Es ist ein Teufelskreis. Denn Männer glauben, sie dürften keinen Schmerz empfinden, weder körperlich noch seelisch. Männer weinen deswegen ja auch nicht. Die Frage ist, wo sie dann ihre Tränen und Traurigkeit lassen. Kein Wunder also, wenn sie stattdessen dann toben oder eben körperliche Schäden aus zu viel Druck entwickeln. Denn die erhebliche Energie und innere Spannung, die mit Schmerz nun mal verbunden sind, muss bei Männern ja nun mal gleichermaßen abfließen wie bei Frauen, sonst würden sie ja verrückt. Er bräuchte wieder mehr von dieser Fähigkeit, sich selbst fließen zu lassen, um regenerieren zu können, notierte ich mir auf einem imaginären Zettel. Er muss es irgendwie schaffen, seinen Schmerz und alle anderen aufgestauten Gefühle wieder abfließen zu lassen. Das war mein Punkt 1 auf meiner Liste möglicher Psychotherapieziele für ihn. Und es war zugleich auch der einzige Punkt, der da drauf stand. Die gut strukturierte Kirsten hatte mir bei unserer ersten offiziellen Zweierbesprechung zwar eine genauso gut strukturierte Liste mit Punkten ausgehändigt, die im Gespräch mit den Patienten abzufragen seien. Da waren zum Beispiel die Beschwerden und Symptome, über die jemand klagte und nach denen man fragen sollte. Diese waren weiter unten auf der Liste bereits eingeteilt in Kategorien wie mangelnde Aktivität, negative Gedanken und Grübelzwänge, affektive Zurückgezogenheit und so weiter, sodass sich für uns als Therapeuten daraus auch schon gleich ergab, was wir mit dem jeweiligen Problem dann in der Therapie machen sollten. Aktivierung beispielsweise, positive Gedanken erarbeiten, emotionale Entlastung und so weiter. Es konnte also eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, denn das gesamte therapeutische Vorgehen stand ja bereits von vornherein fest und war gut verankert. Doch genau dies erwies sich in diesem Moment mit meinem neuen Patienten als absolute Sackgasse. Denn er wollte weder über sich reden, noch von mir etwas hören. Er war einfach nur sauer und völlig entnervt. Vom ganzen Leben und sogar auch schon von allem Möglichen und Zukünftigen, so schien es. Ich schob Kirstens Zettel beiseite. Nun hatte ich allerdings gar nichts mehr zu sagen und auch nichts mehr zu fragen. Ich blickte mein Gegenüber ratlos an. Er schwieg weiterhin grimmig. Wie sollte ich ihm bloß helfen? »Hatten Sie einen Unfall?« hörte ich mich da in zaghaftem und betroffenem Ton fragen. Das fragte ich mich nämlich schon die ganze Zeit, seit ich ihm die Tür aufgemacht hatte. Er blickte auf und sah mich direkt an. »Nein«, sagte er klar, »wie ein Schuss.
Es klang wie Peng. Mehr sagte er nicht und wirkte im nächsten Moment schon wieder total genervt. Jetzt ließ ich mich aber nicht von seiner Genervtheit abbringen, sondern fragte ihn ganz direkt, vielleicht ja auch ein bisschen plump, wie ist das denn dann alles entstanden? Er sah wieder auf und irgendetwas erkannte er wohl in meinem Gesicht. Vielleicht war es meine Direktheit, vielleicht aber auch wegen meiner offenkundigen Unbeholfenheit. Er sah daran wohl, wie ich wirklich empfand. Also im Grunde genau das, was man als Therapeut erst einmal vermeiden sollte, vor allem, wenn man einen Patienten ja noch gar nicht gut genug kennt. Während er mich aber weiter ansah, sagte er mir jetzt mit lauter, polternder Stimme, »Seit 20 Jahren, es kam immer mehr hinzu. So, jetzt wissen Sie das.« Ja, das wusste ich jetzt schon mal. In der Akte hatte ich außerdem gesehen, dass er nur unwesentlich älter war als ich selbst, aber bereits so eine Krankengeschichte hatte. Ich sah ihn wieder fassungslos an. Ich hatte außerdem keinen Schimmer, was ich nun noch weiter fragen sollte. Und doch nahm ich da gerade irgendetwas auf, auch ohne, dass ich ihn in diesem Moment etwas fragte. Irgendetwas teilte sich mir trotzdem von diesem Menschen mit, so wie wir jetzt gerade hier an meinem Tisch saßen. Ich sagte deswegen weiterhin nichts und lauschte nur diesem Unausgesprochenen zwischen uns. »Ich hatte schon immer ein hartes Leben«, nahm er da ganz unerwartet den Gesprächsfaden selber wieder auf. Und dann berichtete er mir, erst stockend, nach und nach etwas zusammenhängender, er sei LKW-Fahrer von Beruf. Er versorge alleinerziehend seinen Sohn. Nach mehreren unbehandelten und unentdeckten Bandscheibenvorfällen, Schlafproblemen aufgrund der ständigen Schmerzen, nächtlichen Atemaussetzern und vor 2 Wochen erneut einem schweren Bandscheibenvorfall ginge nun gar nichts mehr, obwohl das erst recht nicht ginge. Er hatte aktuell deswegen die größten Existenzängste, denn eigentlich müsste er schon längst wieder auf dem Bock sein, um seinen Kleinen durchbringen zu können. Was sollte aus dem denn sonst werden? Er habe doch Verantwortung ihm gegenüber. Er müsse deswegen funktionieren, und zwar so schnell wie möglich. Er könne sich gar nicht leisten, krank zu sein. Nachdem ich ein paar vorsichtige weitere Fragen zu seiner derzeitigen Situation gestellt hatte, hatte ich zusätzlich erfahren, dass er wohl so gut wie keine sozialen Kontakte hatte und auch seine Herkunftsfamilie unterstützte ihn nicht. Da gab es außerdem auch nur noch den Kontakt zum Vater und der hatte ihn schon von klein auf als Versager und Nichtsnutz beschimpft und ihn regelmäßig mit Eisenstangen verdroschen. Irgendwann habe ihm das aber gar nichts mehr ausgemacht, hatte er mir dann auch noch erzählt. Er habe gelernt, sein Schmerzempfinden komplett abzuschalten. Er habe dann später sogar einmal eine Operation ohne Narkose an sich durchführen lassen, denn er könne alles aushalten. Ich schwieg. »Das ist ja furchtbar«, sagte ich dann ehrlich betroffen. Ich steckte weiterhin in meinem gänzlich unprofessionellen Gesprächsmodus fest. Was sollte ich in so einer Situation denn auch anderes sagen? Es gab nichts, was ich besser wusste als er, so kam es mir vor. Und dieser Typ hier vor mir hatte so unvorstellbar Schlimmes ausgehalten in seinem Leben. Dafür hatte er meinen größten Respekt und natürlich auch mein Mitgefühl. Er müsste eigentlich lernen, weniger auszuhalten und mit sich selbst weniger hart umzugehen, dachte ich gerade. Denn in gewissem Sinne ging er ja genauso gefühllos und gewaltsam mit sich selbst um, wie damals wohl sein Vater. Er ging ja einfach komplett über sich selbst und über jede gesunde Schmerzgrenze seines Empfindens hinweg. Er müsste vielleicht als erstes anfangen, seinen Körper und auch seine Gefühle besser zu behandeln, ging es mir durch den Kopf. Wie sorgte er überhaupt für seine seelische Regeneration? Welche Art innerer Entlastung oder emotionaler Reinigung ließ er denn überhaupt zu? »Können Sie lachen?«, fragte ich ihn deswegen dann im nächsten Moment. Der Riese sah mich traurig und irgendwie verloren an. Doch was er mir wie aus der Pistole geschossen sagte, war, »Aber natürlich, Lachen ist ganz wichtig.
Wer nicht mehr lachen kann, ist verloren. Diese Philosophie glaubte ich ihm aufs Wort. Ich dachte weiter über ihn nach. Und können Sie auch weinen? Fragte ich ihn dann. Er sah mich irritiert an, stutzte. Sein Blick veränderte sich und er sah jetzt so aus, als ob er nicht ganz wüsste, ob die Frage ernst gemeint war oder ob ich mir gerade einen Scherz mit ihm erlaubte. »Wann haben Sie denn das letzte Mal geweint?« fragte ich ihn nun noch direkter, seine Irritation und Unsicherheit einfach ignorierend. Ich sah ihn weiter dabei an und versuchte mir vorzustellen, wie er sich jetzt gerade wohl fühlte. Denn natürlich musste in ihm irgendwo der Schmerz all dieser Erfahrungen noch sein. Ich versuchte, das in ihm zu orten und Verbindung damit aufzunehmen. Wo hatte er das alles wohl gelassen? Und was für Kräfte musste ihn das gekostet haben? Und weiterhin kosten? Warum hatte er sich das alles überhaupt angetan und seinem Vater darin ja im Grunde immer wieder und immer weiter gehorcht? Hätte er nicht einfach irgendwann abhauen können? Warum war er denn geblieben? Und warum hielt er bis heute Kontakt mit dem Vater? Vielleicht hatte er trotz allem an diesem Vater gehangen, schoss es mir da gerade durch den Kopf, und ich sah ihn genauer an. Und vielleicht tat er das ja sogar immer noch. Und sein Schutz vor diesem rohen, gewalttätigen Klotz und dessen Ausrastern war gewesen, indem er alles Schmerzempfinden abgestellt hatte. So kombinierte ich weiter. Doch halt, dachte ich da. Im Grunde hatte er damit ja gar nicht sich selbst geschützt, jedenfalls nicht nur. Im Grunde hatte er damit seine Beziehung zum Vater geschützt. Denn nur so hatte er diese wohl überhaupt weiter aufrechterhalten können. Und das war ihm zugleich wohl das Wesentliche gewesen, jedenfalls wesentlicher als die eigene Person. Während sich meine spontanen Gedanken auf diese Weise im Raum zwischen uns weiter ausbreiteten, schienen sie dadurch zugleich irgendetwas zwischen uns zu fokussieren. Und dann, auf einmal, schlug der Riese seine Augen nieder. Er senkte seinen Kopf jetzt zu Boden und nahm dabei eine irgendwie seltsam gezwungene Haltung ein. Es sah so aus, als würde er seinen ganzen Körper einziehen wollen, wie eine Schildkröte etwa. Aber das ist ja nicht möglich. Seine Schultern zuckten jetzt. Es kam in diesem Moment eigentlich gar kein Wort und auch kein Geräusch von ihm. Nur etwas, das so leise war, dass es quasi ohne Ton war. Und auch ohne Tränen. Doch dann schüttelte es ihn immer mehr. Und dann endlich weinte er. Und weinte und weinte. Ich blickte nun ebenfalls Richtung Boden und schwieg. Ich empfand seine Aufwallung und seinen Schmerz genau mit. Und ich fühlte mich dabei irgendwie schüchtern und zugleich auch voller Ehrfurcht. Es ist gut, dass das jetzt alles rauskommt, dachte ich. Und fühlte mich ebenfalls so, als wenn eine beträchtliche Spannung jetzt gerade von mir abfiele. Es fühlte sich erleichternd an und wie ein Sieg für ihn. Und erstaunlich. Wie hatte er es denn jetzt eigentlich geschafft, sich wieder mit diesen Empfindungen zu verbinden, zu denen er doch schon jahrelang gar keinen Zugang mehr gehabt hatte, fragte ich mich. Aber diese Frage war andererseits jetzt eher nebensächlich. Es ging darum, diese Empfindung zuzulassen und die Erleichterung daraus. Nach einer Weile beruhigte sich mein Patient wieder ein wenig. Die Tränen und das Schluchzen ebbten allmählich ab. Taschentücherbox kaufen, notierte ich mir gerade als zweiten Punkt auf meiner imaginären To-Do-Liste. Zum Glück kramte er selber ein Taschentuch hervor. Als er schließlich fertig war mit seinem geräuschvollen Naseputzen, steckte er das Taschentuch wieder zurück. Er sah ein wenig benommen aus. Dann schüttelte er seinen Kopf, lachte gutmütig und auch ein wenig verlegen über sich selbst, so schien es. »Ich weiß gar nicht, was das jetzt war«, sagte er mir, irgendwie ungläubig und auch wie eine Entschuldigung. Ich nickte stumm, überlegte. Ich glaube, Sie haben anscheinend wohl einiges aufgestaut. Es ist gut, dass das jetzt rauskommt.
Und damit war unser Arbeitsbündnis geschlossen. Bis zur Schmerzkonferenz hatte ich so viel Material von ihm gesammelt, dass ich mich richtig gut in ihn hineinversetzen konnte und meinen Kollegen bei der Konferenz diesen Menschen ein wenig mehr auch von innen würde beschreiben können. Ich freute mich darauf, denn es war nicht nur, dass ich inzwischen mehr Wissen über ihn bekommen hatte, sondern irgendwie war ich zugleich seine Anwältin geworden und richtig engagiert für ihn, irgendwie kämpferisch, dass er dieses Mal richtig verstanden werden sollte, richtig behandelt werden sollte und nie mehr in die ewig gleiche Schublade wie bisher abgeschoben werden sollte. Ich sehe mich wieder im Konferenzraum. Die Tische stehen als ein langes Hufeisen durch den großen Raum. Vor jedem Platz steht ein Namensschild. Da stehen nur Doktoren und Professoren drauf und mein Namensschild, die behandelnde Psychologin in Ausbildung. Ein wenig nervös bin ich jetzt doch. Es werden Kekse herumgereicht. Ich nehme einen mit Schokolade. Dann nehme ich auch noch einen Schluck Kaffee, der wärmend durch meine Blutbahnen bis in den Magen versickert. Das tut gut. Und dann bin ich dran. Der Moderator, unser Oberarzt, bittet mich gerade, nun aus meiner Sicht den Fall zu schildern. Nachdem vor mir mehrere der behandelnden Ärzte ihre Sicht über den Patienten geschildert haben, habe ich nun gänzlich andere Aspekte. Doch wie soll ich meine Ideen rüberbringen? Ich fange an, berichte zuerst kurz von dem Verlauf unserer Gespräche. Ich beobachte mich dabei selbst genau, höre mich reden, höre, wie meine Stimme klingt. Das war mir schon immer extrem unangenehm und erst recht jetzt, in diesem Moment. Doch dann komme ich in meinen Fluss. Ich schildere ihm gerade meine Idee, seine körperliche Verfassung in Beziehung zu setzen mit seiner psychischen Haltung, die er aufgrund seiner Lebensgeschichte entwickeln musste und die ihn nun aber mehr hindert als schützt. Bei allem, was er tut, trägt er einen schweren Panzer. Bei allem, was er ausdrückt, empfindet er gleichzeitig Angst und Sehnsucht, verstanden zu werden. Er ist immer im Krieg mit sich selbst. Ich schildere Ihnen nun auch noch die Befunde, die ich erhoben habe, teils mittels Testungen, teils mittels meiner Fragen. Auch diese weisen auf den Konflikt hin, mit dem mein Patient im Grunde schon lebenslang kämpft, und verdeutlichen ihn. Ich bin beim Reden so mit der Sache verschmolzen, dass ich mich selbst dabei komplett vergessen habe. Meine Ängste, meine Selbstzweifel. Ich bin über mich hinausgewachsen und es war sogar ganz leicht. Als ich meinen Vortrag abschließe und mich für die Aufmerksamkeit bedanke, es war ganz still im Raum gewesen, während ich mein flammendes Plädoyer gehalten habe, fangen sie an zu klatschen. Jetzt bin ich wieder ganz schüchtern, wage mich kaum umzublicken oder irgendwen direkt anzublicken. Ich weiß gar nicht, wie ich gucken soll, grinse verlegen, mache einen Witz, meine alte Rolle als Klassenclown habe ich immer noch perfekt drauf. Und dann blicke ich doch kurz auf. Ich sehe meinen Oberarzt, der mir extrem freundlich zunickt. Daneben unseren leitenden Psychologen, der ebenfalls ganz angetan von meinem Vortrag scheint. Und mir gegenüber, am anderen Ende der Tische, sehe ich Kirsten. Ihre Miene ist eisig. Mir dämmert, dass ich in ihren Augen irgendetwas falsch gemacht habe. Habe ich den Ball vielleicht nicht flach genug gehalten? Fragt es in mir. Und Kirsten beantwortet mir das, indem sie mich ab sofort unter noch strengere Kontrolle nimmt. Und nicht nur das, sie scheint ernstlich böse auf mich.